Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, meine Schmiede ist wieder brav am Arbeiten und ich brauche, glaube ich, Zeug. Ich brauche, glaube ich, einfach ganz viel Zeugs. Okay, da habe ich nichts mehr drinnen. Mein Garten ist auch gewachsen. So, was brauche ich? Habe ich eigentlich noch Duct Tape und so? Ich würde nämlich gerne, ihr habt ja letztes Mal im Video gesehen, Duct Tape habe ich. Ich würde nämlich gerne mehr Schmieden bauen und dann eben anfangen, da hinten, zu arbeiten. Da haben wir Beton drin, sehr gut. So, jetzt habe ich mir aber noch gedacht, man könnte, wo es halt noch viel Tresore gibt, wäre die Bank. So, wo war jetzt die Bank? Irgendwo ganz weit da hinten. Deswegen würde ich sagen, ich radel da jetzt mal schnell hin. Ja, schnell ist immer eine gute Sache. Wir könnten mal so ein bisschen... Ne, ich fahre einfach die Straße entlang. Ich glaube, hier so war die Bank. Bin mir nicht mehr sicher. Aber... Oder war die im zerstörten Gebiet? Ich habe keine Ahnung mehr. Genau, deswegen würde ich sagen, Fahrrad raus, Musik an oder irgendwie sowas. Und dann radeln wir da mal schnell hin. So, das sind wir jetzt, glaube ich. Und ich hoffe, hier war irgendwo die Bank. Wenn wir hier nicht die Bank jetzt haben, dann habe ich keine Ahnung. Und dann in dem Ding war man letztes Mal im Stream. In so einem Wasserdingens. Boah, das war auch so eklig. Eklig war das einfach nur. Voll die Todesfalle. So, bitte sag mir, dass hier irgendwo die Bank ist. Ich glaube... War die da vorne? Ich glaube, hier rechts gleich schon, oder? Nee? Ah, das war das Bier. Bär. Ich spreche das immer falsch aus. Wird der nicht wie Bier ausgesprochen? Also war nicht hier irgendwo... Ist das eine Scheune? Ah, ich seh dich. Zack, weg mit dir. Ich glaube aber, ich habe eine Scheune gefunden. Das ist fast genauso gut wie eine Bank. Lasst mich in Ruhe. Und dann gehen wir jetzt... Oh, Scheune. Und hier ist Verbranntes. Ja gut, das ist minimal verbrannt. Wegen Kohle. Mir fehlt nämlich für Schießpulver Kohle und... Oh, da ist eine ganze Farm. Jawoll. Dann gehen wir hier erstmal rein. Und gib mir mein Bike. So, habe ich nicht hier irgendwo aber auch eine... Oh, da ist ja... Da Militärdingens. Ja, aber es war eigentlich eine gute Stadt. Das Problem war halt nur... Dass sie so am Zerstörten mündet und das ist halt gerade für den Anfang ein bisschen böse, ne? Ah, nur ein bisschen. So, dann gehen wir erst hier rein. Ja, wieso treffe ich nichts?
Machen wir die Seite hier. Hey, mach das Ding auf. So, ich sollte mich aber vielleicht vorher mal heilen. Wartet mal. Erstmal heilen. Da kommen jetzt eh gleich ein paar raus. So. Nein, gib mir die Waffe. So. Schön. Nein, nein. Ach so, doch. Ich treffe den in seinen Helm, ne? Dann da macht es ja auch so kadung. Oh nein, die sind ja schon durch. Sind ja schon durch. So, komm her. Immer auf die Nase. Immer auf die Nase. Weil ich glaube gar nicht mal die Nase treffe. Sonst würde ich, glaube jedes Mal den Helm hören, wenn ich auf Eisen klopfe hier. Komm her. Vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen Munition raus. Und ja, auf dem Weg hierher, ich hab Munition verschwendet ohne Ende. Es war mir egal. Ich dachte, ich krieg das Fleisch. Fleisch ist wichtig. Aber der Hase war einfach zu schnell. Viel zu schnell. Der und seine Tricks immer so. Dann gib mir mal, habe ich Hunger oder Durst? Was fehlt dir, Mädchen? Durst wahrscheinlich. Nahrung auch schon wieder 70. Ich habe doch auf dem Weg hierher gefuttert. Trink. So, jetzt müsste es aber fit sein hier. So, Benzin nehmen wir mit. Lass mich da hoch. So, ein Nest. Nest brauchen wir nicht. Ich weiß immer nicht, ob da eine Medizinkiste, sag mal, ob da Munitionskiste ist. Genau, das Wort habe ich gesucht. So, da ist nirgends mehr was. Stoff habe ich, glaube ich, ziemlich viel zu Hause. Schön da drin bleiben, wo auch immer ihr seid. So, Sandwich, Stühle nehmen wir mit. Stühle nehmen wir mit. Den machen wir auch gleich auf. Ja, ja, aber erst machen wir die noch kaputt. Oh, das hört sich an wie ein Ferrel. Das hört sich an wie ein böser Ferrel. Das hört sich an wie ein böser Ferrel. Ja, das ist auch ein böser Ferrel. Komm her, du Nacktfrosch. Komm her. Boah, jetzt habe ich die auch überall drin. So, geben wir aber 1100 Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil wir brauchen unbedingt noch ein paar Level. So, was ist da noch drin? Normale Soldaten oder... Was ist da drin? Kommt her, kommt her. Nicht, dass sie mich gleich anspringen hier. Ah, das ist ein normaler Soldat. Ja, gut. Soldaten, besser gesagt. So, ich treffe eure Rüstung. Ich weiß. Wo soll ich euch denn treffen? Was? Ist hinter mir einer? Nein. Nein, nein, nein. Hat sich gerade so angehört. So, komm. Was soll ich noch besiegen, bevor hier wieder alles losrennt nachts? Bleib liegen. Und du auch. Bleib liegen. So ist... Ach, da läuft auch noch einer. Wo kommst du denn her? Zack. Kaputt. So, machen wir hier auch noch die Kiste auf. So, Working Stiff ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir was Schönes drin. Wir haben ja auch mal... Ah, Generator. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben eine Nagelpistole gefunden. Das heißt, wir können... Bald demnächst, ja, wenn ich alles weggebuddelt habe, dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber dann können wir loslegen und ja, schön bauen. Nein, ich wollte die da. Und jetzt machen wir schnell den Tresor auf. So, ich stelle mich hier so hin. Komm, mach das Ding auf. Jetzt da. Ich will nämlich gucken, nicht, dass mich dann gleich was überrennt. Ah, ich höre da was. Ich höre da was. Wer will hier rein? Ich hab doch gerade was gehört. Keine Ahnung. Machen wir mal weiter auf hier. Ach, das von hinten geht's nicht auf. Okay. Dann lass mich da hoch. Ach, geht nicht. Ja gut. Mach auf. Jetzt sehe ich natürlich wieder keinen Eingang. So ungefähr. Nee, ich werde so überrascht. Komm, aufmachen. So, ich sehe dich, ich sehe dich. So, wieder ein bisschen Munition. Gar nicht mal so übel. So, zack. Nee, kaputt. Was wir jetzt auf jeden Fall auch noch brauchen ist, ich habe ja schon eine Sniper rumliegen. Ach, da ist ein Hase. Treffe ich den von hier aus? Wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn er so rumzappelt. Was ist mit dem Hasen? Nicht in Ordnung. Es ist Fleisch. Jetzt vielleicht? Blöder Hase. Blöder Hase. Bleib sitzen und lass dich treffen von mir.
Ach komm, ich lass es. Ah, ich hab, was ist Fleisch? Ach, lass, scheiß auf den Hasen. Hol dir die Sachen und dann weg. Es wird nämlich auch Nacht. Vielleicht kriegen wir ein paar Schweine gleich in der Scheune. So, da war ich schon. Messing. Ist auch gut, ist auch gut. Können wir dann, Kleber ist auch gut. Können wir dann nämlich Zeugs herstellen für uns. So, da waren wir gerade drin, da haben wir auch. Dann gehen wir mal, hier ist glaube ich auch noch eine Munitionskiste. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder in dem, ah ne, da hinten steht sie schon, genau. So, wären auf jeden Fall, viele Stühle. So, gib mir, und zwar ein bisschen schneller. Und ich glaube, drüben in dem anderen Haus ist auch nochmal eine Kiste, Munitionskiste, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ah, guck mal, eine AK. Das ist gar nicht mal so schlecht. Für eine Horde-Nacht oder so. Jetzt haben wir nämlich so eine Schnellfeuerwaffe, die eben dann die Munition verballert, die ich jetzt momentan eben nicht gebrauchen kann. Weil ich halt noch nicht kein Zielfernrohr habe für die Sniper. Und ja, deswegen... Und die MP braucht ja die gleiche Munition wie die normale Pistole. Ich höre euch da draußen. Wie viele seid ihr? Oder bist du nur alleine? Ah, okay, der kommt aber hier rein. Okay. Weiß ich Bescheid. Da noch schnell. So, lass mich noch in den großen Raum. So. So, schafft man noch die Dings da schnell? Jetzt habe ich die Küche nicht. Warte, warte. Ich weiß gar nicht. Ist es so gut? Wir brauchen auch noch Messbecher. Schnell, schnell. Alle Farbe. Ich brauche keine Farbe. Ich brauche Messbecher, bitte. So, immer noch. So, der da hinten ist kein Schrank. Schade. Nitrat, der ist leer. Okay, jetzt haben wir aber alles. So, Vorsicht. Da könnt jetzt... Hier ist einer. Weg damit. So. Bleib liegen. Danke. Können wir jetzt gleich... Ach nee, da noch. Eigentlich müsste ich gerade noch die Scheune leeren, damit da keine Zombies gleich rumrennen. Aber hier könnten sonst auch... Hier ist nämlich auch noch eine Munitionskiste. Komm, die holen wir noch schnell. Drüben ist dann sowieso nur noch Badezimmer, glaube ich. Da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Hier vielleicht noch schnell an den Spind und dann schnell an die Dingens. So. Können wir schrotten, schrotten. Ich habe schon einen schönen Mantel an. Stoff brauche ich jetzt nicht. So, okay. Gut, 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 gut. Dann, da ist auch noch mal einer. Ich will nämlich noch in die Scheune. Bevor, am besten, bevor es 20 Uhr ist. Das wäre natürlich super. So. Dum, dum, dum. Das Ding. Ach, das ist die Scheune. Das ist die Scheune. Die Scheune einfach nur. Die Scheune. So, gib mir Pistole, kurz. Ja, ich weiß. So, ich wollte eigentlich, dass das Ding explodiert, aber ja, werden wir noch schaffen vor 10. Und nicht da rein drücken lassen in die Ecke. Jetzt regnet's wieder. Es regnet so oft und so viel. Alpha 17 ist traurig. Immer muss es regnen und weinen. So, komm her. Komm, bevor hinter mir wieder einer ankommt und mich haut. Aber das Maisfeld ist kleiner. Da sieht man erstmal, wie viel Maisfeld zu der Scheune dazugehört. Und wie viel Maisfeld praktisch, ja, in Neviska, Dings da, halt da so ist. So, da liegt einer. Ja, ja. Boah, ich wusste es. Ich wusste, dass die das Auto platzen lassen. Ihr seid da. Was? Jetzt kommt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kurz vor 10 kommt... Na gut. So. Ganze Armee hier. Aber ist ja eigentlich schön. So, bleib liegen. Jetzt habe ich natürlich auch noch die Schläfe von da drinnen. Meine ganze Muni. Obwohl, sind das nur die 4? Sind doch... Obwohl, könnten da vorne am Auto ein paar gestorben sein vielleicht. So, komm. Komm. Stirb. Mit euch will ich nicht spielen, wenn's Nacht ist hier. Ich hoffe, man sieht noch was. Es ist ziemlich trübe. Ziemlich trübe. Ach, da ist noch einer. Nein, nein, nein. Aua, 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 aua. Und gleich bluten. Jawohl. Es ist immer das Schönste. So, weißt du was? Keine Lust. Keine Lust.
So, nachladen. Jawohl, wir können Stahl herstellen. Ab sofort ist Stahl im Angebot. Der ist Matsch. So, jetzt nur noch du weg. So, und nochmal. Jawohl, tot. Dreimal auf die Mütze, während er am Boden liegt. So. Eieieiei. Was sind hier dann gar keine Schweinchen? Guck, guck. Das sind doch auch noch zwei hier immer. Einmal der Ecke. Aber irgendwie ist es jetzt, vorher waren die Schläfer halt immer an einem Zufallsort. Ah, okay, hier ist keiner. Und jetzt ist irgendwie, man weiß jetzt im Prinzip, wo die Schläfer so gerne sitzen. Oh, oh. Oh, oh. Da sind ja noch ein paar mehr. Da sind ja noch ein paar mehr. Will der rennen? Ich glaube, das möchte gern Fall. Nein, nein. Komm, fall um. Habe ich die oder habe ich die alle noch irgendwie aus der Kaserne rausgelockt? Nee, ne? Die ganzen Soldaten? Nee, ich glaube, das war jetzt so eine Zufallswanderhorde, oder? Ich habe keine Ahnung. So, wo sind hier Schweinchen? Schweinchen? Jetzt muss ich gerade schnell nach oben gucken. Falls da noch Schläfer rumlungern. So, damit ich die auf jeden Fall auch noch weg habe. Ah, ich denke mal, das stürzt gleich alles ein. So. Stopp, stopp, leise. Und das ist auch noch ein Kopf. Ich bringe die Dinger nicht mehr zum Platzen. Oh, 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 oh. Oh, oh, davon. Schnell, schnell. Ich will nicht unbedingt, dass der alles hier zerstört. Geh kaputt. Geh kaputt. Ja, dann mach Platz. Kabum. Dankeschön. Hast du den mit umgebracht? Ja, ich glaube, der hat den mit umgebracht. So, dann schnell mal looten. Sind da jetzt noch mehr Ding draußen hier oder was? Noch mehr Soldaten oder sind es die anderen Schläfer? Ich habe keine Ahnung. So, erstmal alles schrotten hier. Dann, der war leer. Shotgun Messiah, das ist gut. So, aber kein Schweinchen? Da muss man gleich mal draußen gucken, aber ich mal gucken, mal gucken. So, zack. Einmal wegdrehen, da ist nicht so schlimm. Oh oh, ich höre nichts mehr, ich höre nichts mehr. Den können wir auch schrottern, falls... Ja gut, dann nehmen wir es erstmal mit. Platz haben wir ja jetzt. Oh, Pfeile, was will ich mit Pfeilen? Oh, eine gute Pistole. So, das können wir wegschmeißen, können wir gleich schrotten. Kann ich wieder was schrotten? Nein. Stoffkapuze weg. Dann nehmen wir das da schon mal. Das da. So, so, so. Ich glaube, dann habe ich alles. Jawohl, habe ich alles. Sehr gut. Dann, hüpf. Kann ich da runter ohne mir? Ja, das geht. Sehr, sehr gut. Und der hat echt alles zermatscht hier. So, dann können wir auch hier runter. Wo seid ihr? Wer seid ihr vor allen Dingen? Ach, da sind die Schweine. Ach, und da ist so einer. Okay. Schweine sind ja brav. So. Eins, zwei Schweinchen. Sehr schön. So. Sofort tot. Ja, die können nämlich auch richtig wehtun. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, lange mit denen zu streiten. Zack, zack. Wir haben Fleisch, Federn, Quatsch, nicht Federn, Leder und Knochen. Das heißt, ich kann die jetzt ohne... Auch wenn wir keinen Platz haben, kann ich das jetzt alles jetzt schnetzeln. Wir kriegen alles mit. Also da wird sich ja eigentlich auch lohnen, aber ich glaube, das ist besser mit der Hacke reinballern. Weil wir brauchen... Ja, das Schwein. Wir brauchen halt... Ah, Messing. Machen wir mal so. Ach komm, das bisschen Dingens hier. Die können wir schrotten. Die können wir dann gleich austauschen. So, gib mir mal schnell die Axt. So, zack. Dann müsste ich mir eigentlich, obwohl, ja, eigentlich müsste ich es mir markieren, oder? Dann könnte ich ja hier immer mal wieder nach 7 Tagen oder nach ein Respawn-Ding ist und ich glaube, da vorne ist die Bank. Mein Fahrrad habe ich ja einstecken, ich laufe jetzt darüber. Genau, die Scheune muss ich mir merken, ich markiere die jetzt. Das war hier. Eigentlich ist es schon ein gutes Eck, aber es ist halt so im Zerstörten gewesen, glaube ich. Machen wir hier eine Scheune. Sehr schön. Zack, dann weiß ich Bescheid. Ich werde wahrscheinlich eh nie wieder hierher kommen, aber egal. Und da wäre jetzt überall Kohle drin. Die können das da zerstören.
Das zerstören, die da zerstören. So. Zack. Ja, da gibt es dann schön Kohle. Oh ja. Ist auf jeden Fall gut. Ich muss mal mehr danach, danach Ausschau halten. Aber wie gesagt, Erzadern, so hier oben, irgendwie oberirdisch, finde ich halt irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Kann aber ja auch sein. Ich habe mir ja die Patch-Dinge auch nie durchgelesen. Jawohl, da ist die Bank. Ich habe mir die auch nie durchgelesen oder so. Also deswegen, keine Ahnung. Links, ich sehe dich, du kleines Schweinchen. Ja, was die da immer gedreht haben und ob die rausgepatcht wurden oder so. Kann alles sein. Kann alles sein. So. Messer, sehr schön. Dann kann ich eigentlich auch die Nacht hier verbringen. Und dann in Ruhe praktisch die Dings aufhämmern. Die ganzen Tresore. Markiere ich mir hier aber auch noch die Bank. Weil da wäre auf jeden Fall dann, wäre es gut, wenn man die dann eben öfters looten. Bank. So, ist zwar immer ein weiter Weg, aber vielleicht lohnt sich's ja. Ich glaube, ich gehe hier hoch, oder? Nee. Das sind doch auch immer Zombies, oder? Gib mir mal Reaper-Frames. Ah, da ist einer. So. Nicht, dass ich gerade auf so einem Todes... Ach, da ist noch ein Hirsch. Nicht, dass ich auf irgendwie so einem Todesding... Nein, 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 Hirsch. Bleib stehen. So ist brav. Messer. Ganz schnell nochmal. Ein Hin und Her hier. Ja, weil meine Zombies nachts, die haben ja jetzt wieder ein bisschen an Zahn zugelegt. Deswegen will ich da jetzt nicht unbedingt weiterhin draußen rumrennen, wenn die dann rennen. Da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. So, zack, zack. Einmal tauschen. Dann gucke ich jetzt mal schnell hier auf das Dach drauf. Zack, zack. Einmal nur kurz gucken. So. Ja, ja, ich höre sie schon alle schnarchen hier. Da ist auch schon einer, obwohl das sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ich glaube, da kann man die Nacht kurz drauf verweilen. So, gibt es hier auch eine... Ja, ja, macht alles kaputt. Gibt es hier auch eine Leiter nach oben, wo ich Angst haben muss? Ich glaube schon. Wäre eigentlich... Jetzt hätte ich eigentlich hier vermutlich... Ja, ja, da ist eine. Da ist eine, da ist eine. Muss ich die schnell weghauen vielleicht? Geht das? Schaffe ich das noch? Bevor die Affen dann kommen? Und dann einfach einen Klotz noch davor packen. Dann einfach nur, dass ich heute Nacht erstmal sicher bin. Mehr will ich ja gar nicht. So, die da, geht das auch noch? Nein, nein, das, die da. Ja, die will ich auch noch weghauen. So, dann könnt ihr auf jeden Fall erstmal nicht einfach so schnurstracks zu mir hoch. So, und weg damit, sehr gut. Und wenn ich dann hier einfach still bin, entweder das erfriere ich dann, oder aber ich denke, ja, so dürften die jetzt eigentlich nicht hochkommen. Normalerweise, rein theoretisch. Ich setze mich einfach hier hin und warte und dann gehe mal nächstes Mal in die Bank rein. So, ich mache jetzt einfach mal, versteck mich, Licht noch aus. Dann sieht mich keiner, verhungern, verdursten tue ich nicht. Dann können wir hier in Ruhe noch das ganze Zeug schrotten. Ja, das ist ja eigentlich cool, dass ich den jetzt habe. Hört auf da unten. So, die da müssen wir auch noch tauschen. Da muss ich die Modi rausziehen. Ihr seht mich nicht. Aber ich krieg Angst. Ich krieg Angst. Nein, die dürfen eigentlich nicht hier hochkommen. Ich glaube, die dürften gar nicht erst hier hochkommen. So, blau und das da wieder rein. Den können wir schrotten. Den Bogen können wir eigentlich jetzt auch modifizieren. Den machen wir schön rot. Seid leiser da unten. Schlaft. Ich mache nichts. Guck, alles gut. Genau. Und die da, die ist auch schön. Die freut mich auch. So, dann haben wir jetzt eine Viererpistole. Das heißt, dann können wir die da jetzt schrotten. So, dann haben wir nämlich gleich nochmal ein bisschen mehr Munition. Ja. Den Rest behalten wir. Wie gesagt, das könnte ich eigentlich dann so futtern nebenbei. Ich hoffe nur, dass ich keine Dingsvergiftung kriege. So, jetzt ist aber ganz gut. So, jetzt ganz leise. Dann sage ich schon mal hier gute Nacht im Spiel.
und für euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer ihr gerade habt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.